Ja, und groß und mit viel Cleanstone. Oh nein, 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 nein! Ah! Luca will nicht hier aufwachen. Ich musste echt was anderes installieren, ganz ehrlich, das klappt so nicht. Ich steig nicht durch. Alter, was hast du hier gemacht? Wer, ich? Julian. Warum? Wie viele Schweine hast du? Er ist einer von ihnen. Jetzt ignorieren sie mich, ja super. Tja, das würde ich auch machen. Komm. Ich abhauen hier. Boah, das mache ich ja eigentlich schon. Die haben echt keinen Bock mehr auf mich. Tja, das hätte ich auch nicht. Ich habe auch gar keinen Bock auf dich, aber egal. Ich brauch Sand. Und ich habe überlegt, dass wir auch hier so ein... Irgendwann mal so ein... Irgendwie Unterweg bauen. Mhm. Und der führt wohin? Zum Meer. Oh, so eine U-Bahn oder was? Mal gucken. Dann können wir nämlich am Meer auch ein bisschen bauen, weißt du? Leuchtturm. Das ist ein Strandhaus. Leuchtturm. Guck mich an. Leuchtturm, Strandhaus, nichts von einer LPR abgeguckt. Junge, das... Also... Ja, ja, du kennst unsere Zuschauer. Ich wünschte nicht. Oh Gott, das hat sich... Wow. Kommt dran. Das Minus im Abonnenten... in der Abonnentenzahl. Schnauze. No. Ja, schnauze dich. So, jetzt gehe ich ein bisschen Sand farmen. Und ich hoffe, ich bin zurück. Nimm einen Kompass mit Redstone. Ich finde keinen Kompass. Du einen Kompass? Unten in der Wohnhöhle in der Kiste habe ich einen Kompass liegen gelassen. Alter, die Schweine, ne? Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Komm. Da steht eine große Doppelkiste und da ist ein Kompass drin. Und ach, Diamanten. Uiuiui. Den nimmst du auf jeden Fall mit. Klar. Ja. So. Wann ist so gefährliche Reise? Ich kann Kompass eigentlich nicht lesen, aber egal. Wie kann man nein. Sondern ist ein Minecraft-Kompass. Ach so, zum Roten, immer zum Roten, genau. Gehst dahin, wo das Strichlein hinzeigt. Nee, eben nicht. Die Striche? Es sei denn, du willst dich verlaufen, dann gehst du in genau die andere Richtung. Aber ich finde doch eigentlich hier so einen Kompass. Ich kann ja direkt neben Haus hinterbauen. Ja, dann kannst du den Kompass auch sparen. What Hallo Schweine. What the Bock? What the Bug? Also, ein Haus ist in deinem ein Haus ist in deinem Schwein. Julian, ich weiß nicht, wie es da kommt. Ja. Dann ist Julian das Schwein in dem Haus. Das große Schwein im blauen Haus. Was ist das nochmal? Der große Bär im blauen Haus. Nee, der Bär im großen blauen Haus. Genau. Ja, ich kenn das. Ich kenn das immer. Der blaue Bär im großen Haus. Das Schwein hier will sterben. Das ist schön. Ich mag das. Wenn Schweine sterben? Ja. Nekrophiler. Ich bin Negro? Was Negro? Überlegen. Was sollte das hier? Ich meine, Ja, lass mich ausreden, lass mich ausreden. N-O-P-Q-R-S. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ich schmeiß die Pfeile weg, komm. Ich schmeiß dich weg. Ja, dann haben wir genug Platz in unserem Inventar. Das muss man jetzt nicht so, ne, und so. Ich farme Stein. Toll. Wo geht denn dieser Weg hin? Ach so, ist so. Oh, der Wohnhöhle. Toll. Oh Gott, da kriegst du ja wirklich einen Drehwurm. Drehwurm. Drehst du dich herum und da kriegst du Drehwurm. Ich nehme Eimer mit. Wofür? Um Wasser. Wasser habe ich schon auf meinem Feld. Da kannst du auch Wasser ich von klauen. Hier, wir haben so einen kleinen See hier und den möchte ich wieder ausbessern. Achso, ja, kannst du auch das Wasser von nehmen. Wo ist denn der See jetzt überhaupt? Gute Frage. Nächste Frage. Ach, da. Ach, hier. Ich sehe Julian durch den Boden durch. Tja, da bist du Held. Da ja, ich hab Röntgenaugen. Aha. Wo kannst du denn das durchgucken? Ich kann nur den Namen sehen durch den Boden durch. Ja, wow. Ja, das sind super Röntgenaugen. Das schmeiß ich mal. Lagerraum bräuchten wir eigentlich auch nochmal. Ach ja, Lagerraum. Komm, wir die Wohnhöhle nach mir, das ist zu tief. Nee, wieso? Ich würde eigentlich sagen, die Wohnhöhle ist ganz gut dafür geeignet. Aber ich baue sie dann nochmal aus, dass sie episch aussieht, ne? Ja, und groß und mit viel Cleanstone. Oh nein! 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 Creeper im Haus.
Oi. Ich hab übrigens Plugin also drauf, dass die jetzt explodieren können, ne? Oh, cool. Wie ist er da hingekommen? Wer das wüsste? Zu dunkel. Ein Hausbesetzer. Ich bin gefroren, wie jetzt explodiert. Der kam doch aus dem. Ja, genau da. Nee, hier kam der raus. Luca, ja, Luca, wir brauchen die Ghostbusters. Wieso? The Creeper. Damit die das Haus reinigen. Reinigen. Was ist das denn für eine Musik hier gerade? Was ist denn Psychomusik hier? Reinige es. Na, geht doch! Ich brauch Erde. Ich Schläger noch. So. Ja. So. So, okay. Wer braucht Schläge? Der Creeper. Oder ist er jetzt tot? Der ist tot. Tot. Schon lange. Leute, ich hab mal auf dunkel gestellt. Das sieht irgendwie mit den Fackeln eigentlich viel besser aus, wenn man auf dunkel stellt, auf die Helligkeit. Und vor allem kann man sehen, wenn es hier irgendwo zu dunkel ist. Lol. Man kann sehen, wenn es zu dunkel ist, wenn man auf dunkel stellt, okay? Okay? Warum nicht? Logisch. Irgendwie. Oder auch nicht. So, ich habe jetzt hier einen riesigen Gang gebohrt. Boah. Mit deiner Faust. Ja, mit meiner Faust. Ich bin ein Faustmensch. Meine Diamant-Faust. Oh Gott! Was denn? Ich bin ein Faustmensch. Ja, ein Mensch, der nur aus seiner Faust besteht. Ich hätte mich gerade selber dafür schlagen müssen. Luca, was baust du da? Julian, was baust du da? Faust. Ich gebe nur meine die Fläche, um ein Haus zu bauen. Ah. Julian baut ein Haus, oh Gott! Hier ist ein See undicht. Oh! Ja, das ist ein Leck. Hat wer Erde? Ja, ich züchte das mal hier ab, so. Sieht das denn da hinten noch? Da muss schon was hin. So. Dann kann ich... Wie viel Sandstone habe ich jetzt wieder? Hier, es müsste reichen, oder? Ja, komm. Das wird reichen. Das wird reichen. Brauchst du Sand? Ich habe nur 3 Sand hier liegen, falls du brauchst. Kannst du nehmen. Ja, wow, Sand. 3. Wenn du es brauchst, kannst du es liegen lassen. Mach ich auch. Alter, wir sind doch verarscht, das reicht schon wieder nicht. Haben wir noch irgendwo Sand in Kisten hier irgendwo zufällig? Was? Hey, warte, Sand haben wir noch nie gefarmt. Doch, ich hab hier 33 Sand gefunden. Ah. Bitteschön. Danke. Einfach ohne zu fragen, aber bitte. Das ist unsere öffentliche Kiste. Da sind meine Sachen drin. Wow, der Boden sieht so gelb aus. Achso, ich dachte... Hier war der Creeper drin, hier. Ich dachte gerade, was hast du mit dem Boden gemacht, dass er gelb ist. Was kommt hier mit dem, für den Boden rein? Da, komm gucken. Gras. Ja, ist doch schon... Ja, sparst du den Architekten. Hier oben muss ich nochmal eine Axt holen. Wie mache ich denn das Fenster? Super. Nein! Ich bin voll. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ich mach die 4 Samen wegkommen. Mach ich das so? Komm, mach ich das so. Oder nicht, ich mach das so. Dann passt es nämlich überall. Ja. Wer ist auf die schlaue Idee gekommen, den Sesseln genau vor mein Haus zu platzieren? Mach ich das so. Wer war das wohl? Ja, Julian, wer war das wohl? Keine Ahnung. So, komm. Den Hund fällt. Das machen Hunde halt so, ne? Nein, das muss ich ausschalten. Nein, die miauen. Ha! Whiteface! Ich merke gerade, wie viel Weizen ich in der Kiste habe. Nein! Also ich schmeiß alles weg, außer das Bett, was ich gerade brauche. Ja, das war unlogisch. Warum brauchst du jetzt, genau jetzt ein Bett? Weil ich das hingestellt habe. Wofür brauchst du es, weil du es hingestellt hast? Oh. Ja. So, wie mache ich denn hier Licht hier oben? Ist hier irgendwie... So? Scheiße aus. So. Lol. Irgendwas braucht man nicht. Irgendwas wollte ich. Irgendwas wollte ich nicht. Wenn ich es nur wüsste. Ich spule mal kurz das Universum zurück. Vielleicht erinnere ich mich daran. Ich bin schon übertrieben mit den Fackeln, aber... Nee, es ist wirklich zu übertrieben. Luca, vielleicht werden in dem Raum auch ein paar Fenster angebracht. Ich bin doch gerade noch hier bau oben auf Dach. Ja, aber wenn du da Probleme hast mit dem Licht, dann könntest du auch mal ein paar Fackeln einbauen. Apfel.
Ein Apfel. Oder ein Apfel. Ja, kannst du auch einen Apfel einbauen. Hier habe ich Licht. Gut, kann man da nicht. Es gibt nicht. Gut, gut. So, wie baue ich denn das Fenster hier? Mach ich das so.